Zum Beispiel, wo ich mit einem Klassenkameraden in einem Streit verwickelt war und wir dann im Trainingsraum waren. Und daraus habe ich halt gelernt, dass ich vielleicht nachgeben sollte, anstatt einfach weiterzumachen. Vielleicht, dass sie einfach nicht weitermachen, sondern einfach ignorieren. Bedankt habe ich mich bei einer Klassenkameradin namens Julia, wo sie mich getröstet hat, indem sie mich umarmt hat, mir witzige Sprüche oder so gesagt hat, weil mein Opa da gestorben ist in dem Moment. Also jetzt nicht in dem Moment, aber davor. Wir waren da in der Schule, wo ich da geweint habe.